Wir sind hier in der Forschungsfabrik in Sigmaringen im Labor Bioanalytik und Laborautomation. Und wir haben hier Rainbow entwickelt. Das ist unser Sprachassistent fürs Labor. Das Problem mit Alexa, Siri und anderen Sprachassistenten, die man so kennt, ist, dass sie die Laborsprache nicht erkennen, beispielsweise Einheiten wie Mikrogramm pro Milliliter. Und dafür haben wir eben Google Translate für unsere Zwecke umprogrammiert und unseren Rainbow entwickelt. Hier sehen wir, wie ich mit Rainbow ein Laborgerät steuere, das eben meine Messwerte aus einem Experiment ausliest. Rainbow kann aber auch noch andere Dinge, beispielsweise Programme öffnen, Notizen machen, Rechnungen durchführen und damit meine ich chemische Rechnungen wie Verdünnungsreihen ausrechnen. Ich kann mir Protokolle ausgeben lassen und vieles mehr. Rainbow ist damit für alle frei verfügbar und kann von jedem mit Windows-PC genutzt und angewendet werden.